So, und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt. Ich habe endlich jemanden doofen gefunden, der mit mir den Bausimulator spielt. Der Mr. Fraps ist da. Jemand ganz doofen. Moin. Da auch, ich freue mich drauf. Wir sind hier im Startbildschirm, beziehungsweise der erste Dialog mit unserem neuen Boss, dem Harpe. Soll ich das vorlesen? Ich lese das mal vor. Hey, ich bin hier der Boss. Du bist der Boss, okay, dann liest du vor. Nee, ich bin ja noch gar nicht da, warte. Ich Ach, du bist doch gar nicht da. Ich muss meine Firmenfarbe auswählen, ich bin sofort da. Einen Moment. Ja. So, die Spielfigur hier passt zu mir. So. Er hat die Frau genommen. Ah, nee, ist ja gar nicht Karipto, ist ja Fraps. Ich bin Mehrspielerübersicht. Das weiß ich nicht. Wieso müssen wir in den Einführungsdialog erstmal spielen? Da kann man noch direkt in den Mehrspieler gehen. Ich kann nicht Escape drücken. Hä? Also ich kann zumindest nicht Escape drücken. Geh noch mal zurück ins Menü. Ja, geht ja jetzt nicht mehr. Ach so. Ich hab ja S. Ja. Ich mach das jetzt. Der ist ja kurz. Willst du den Harpe sprechen? Okay, wer ist denn Harpe? Ach so, der, ja, okay. Ah, da bist du ja endlich. Du musst Mr. Fraps sein. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Hans-Peter Kerkeling, aber du kannst mich gerne Harpe nennen. Ich dachte eher, hier Scooter hat nicht so gut funktioniert. Hallo Harpe, danke, dass du mich hier am Bahnhof abholst. Bin schon gespannt darauf, was mich hier erwartet. Na, erstmal wartet jede Menge Arbeit auf uns. Am besten, ich zeige dir erstmal alles in Ruhe und dann stürzen wir uns in die Arbeit. So lernt man am schnellsten. Okay, ich freue mich schon drauf, die großen Maschinen bedienen zu dürfen. Da war ein Komma kein Punkt. Das langsam. Moment, das möchte ich bitte nochmal machen, da war ein Komma kein Punkt. Okay, ich freue mich schon drauf, die großen Maschinen bedienen zu dürfen. Betonung muss sein. Okay. Mal ganz langsam. Erstmal fahren wir zum Firmengelände, erstmal machen wir die langweiligen Aufgaben. Siehst du den kleinen weißen LKW mit Pritsche dort drüben? Steig doch mal ein und fahr ihn rüber zu unserem Firmengelände. Ich zeig dir auf der Karte unten links, wo das ist. Wow, ich soll mich direkt hinter das Steuer von einem LKW setzen? Yippie-yay! Ah, wie was geil! Was ist jetzt los? Ich weiß es nicht. So, wie ging das jetzt nochmal? Ich weiß es. Ich muss meinen Controller trennen. Der wird anscheinend vom Spiel nicht richtig erkannt und deshalb dreht sich alles im Kreis. Cool. Und ich habe noch eine schlechte Nachricht. Es hört aber nicht auf, sich im Kreis zu drehen. Die zweite schlechte Nachricht ist, ich muss erst das Einstiegstutorial abschließen, bevor ich ein Online-Spiel starten kann. Okay. Also spiele ich schon mal vor. Ja, so. bei mir, warte, das muss ich erst in den Griff kriegen hier mit dem Drehen. Am besten machen wir einen kleinen Cut. Ich habe jetzt meinen Controller getrennt, aber es dreht sich immer noch alles. Okay. Starte das Spiel nochmal neu, ja. Mach das. Jetzt ohne Controller. Wenn es denn möchte. Ja, ich mache einfach keinen Cut so. So, das sind übrigens wir. Also hier Benden, ich, mäßig und so. Ich habe hier ganz uneigennützig, habe ich den Charakter auch Benden genannt. F einsteigen. Ach, das ist ja die kleine Pritsche. So, in der Stimme von Mr. Fraps müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Na dann mal los, wenn du Hilfe... Ach scheiße, das ist schon weg. Wenn du Hilfe, ja, dann mach nix. Oh, das ist wirklich laut. Audio. Siehst du, genau deshalb stelle ich sowas vorher ein. Ja, ja, du immer. Profi, du. Ja. Du hast ja auch viel mehr Abonnenten und bist viel erfolgreicher als ich. So. Ich darf das, ich bin ein Noob. Ah, okay, ja, da Alter. Will ich dir gar nicht widersprechen. Achso, ich wollte ja auf Hardcore spielen. Ich werde dieses Let's Play in der Ego-Perspektive spielen. Am Bahnhof in Wolfsheim. Sind wir jetzt bei Train Simulator oder was? Ja, so ungefähr. Alter, das habe ich mir schon mal mit dem Charipto ausgedacht. Ne? Wie geil wäre das bitte, wenn man alle bis jetzt gebenden Simulatoren in ein Spiel packen würde und einen Online-Modus draus machen würde? Ja, das wäre geil. Wie geil wäre das denn bitte? Muss ich erst mal an diese Steuerung gewöhnen, die ist ja auch ziemlich... Die ist furchtbar. Das Firmengelände ist der zentrale Ausgangspunkt für alle deine Aufträge. Hier stehen deine Fahrzeuge, wenn sie gerade nicht in Gebrauch sind. Auch wenn die Fahrzeuge zurücksetzt, dann landen sie hier auf dem Hof. Alles klar. So, ja. Oh, das ist immer noch zu laut, der Sound. Wahrscheinlich versteht man mich gerade nur nicht mehr. Klar, die Einstellungen haben sich ja auch wieder zurückgesetzt.
Siehst du, deswegen mache ich es im Spiel. Das ist so nicht normal, oder? So, da wären wir. Das ist unser Firmengelände, klein, aber fein. Ich denke, für den Anfang sollte das genügen. Dort drüben siehst du unseren derzeitigen Fuhrpark. Wir haben zwei LKWs, einen kleinen Bagger und einen passenden Anhänger, um ihn zur Baustelle zu transportieren. Wie die Fahrzeuge im Einzelnen funktionieren, dazu kommen wir gleich. Okay, bin schon sehr gespannt. Womit starten wir denn? Wir wurden beauftragt. Muss ich die Ansicht von diesem LKW jedes Mal mitdrehen mit der Maus, mit Rechtsklick? Eigentlich musst du das ohne nicht, Rechtsklick wo ich langfahre. Eigentlich, wenn du nur die Maus bewegst. Nee, das geht eben nicht ohne. Hä? Bei mir schon. Achso, doch, jetzt oder? Geht's. Ah ja. Ah, ich fahre aber direkt falsch. So, wir wurden beauftragt, eine Zuleitung für eine Zisterne zu legen. Ja, toll, Tiefbau, ich hasse Tiefbau. Dafür brauchen wir den kleinen Bagger. Da sich der Bagger nicht für die Straße eignet, bringen wir ihn mit dem Anhänger zur Baustelle. Fahr mit dem LKW vorsichtig an den Anhänger ran. Sobald du richtig stehst, kannst du ihn ankoppeln. Okay, alles klar, dann hoffen wir mal, dass alles klappt. Ich hoffe, wir haben eine gute Versicherung. Witzig, der Blinker. Blinker? Weiß ich gar nicht, wo der ist. Wo finde ich den Blinker? Ja, das hoffe ich auch für dich. Noch ein Tipp, den aktuellen Auftragsstatus und deine Aufgaben siehst du in den Balken auf der rechten Seite. Wenn du vorne auf das Icon der jeweiligen Aufgabe klickst, dann erkläre ich dir nochmal kurz, was du machen sollst. So weißt du immer, was zu tun ist. Gut zu wissen. Jetzt dann koppel ich mal den Anhänger an, drück die Daumen, dass alles gut geht. Genau. Soße. Ja, ich habe den Blinker gefunden. Perfekt. So, mal gucken, ob ich das in der Ego-Perspektive kann. Du bist aber jetzt schon viel weiter als ich, ne? Ja, nicht viel, ne? Wenn du gleich schon auf den Hof fährst. Und wo muss ich denn hier rein? Jetzt ist die Wegführung zu Ende und ich stehe an einem Zebrastreifen. Zebrastreifen? Also es gibt zwei Eingänge. Warte mal. Zebrastreifen? Achso, hier bei dem Symbol wahrscheinlich. Irgendwo rechts rein musst du. Ah! Scheiße, da will jemand über den Zebrastreifen. Das, ja, dann lass ihn doch. Du hast schon den ersten umgefahren. Willkommen so. Bei Onsi. Okay, ein Firmen schlechtes, gelingen. Was ich hier schon mal finde, wenn man in der Ego-Perspektive ist, kann man nur mit den Seitenspiegeln arbeiten. Im Euro Truck Simulator 2, den ich auch übrigens besitze, finde ich das sehr gut. Wenn du weiter nach links drehst, dann lehnt er sich aus dem Fenster. Kannst du vernünftig zurückgucken, um ja, das anzukuppeln. Das ist richtig cool. Das ist richtig gut. Aber ich habe es trotzdem geschafft. So, bevor du losfährst, musst du noch die Stützfüße des Anhängers einfahren. Link, Shift und Q. Wie komme ich jetzt aus dem LKW raus? Mit F. Ach so. So. Jetzt zur Baustelle fahren. So, Harper, was ist los? Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, damit wir auf einer Höhe sind, ne? Ach, da ist die Baustelle. So, ich muss jetzt einen Anhänger an. So. Stell den Anhänger zwischen die vier orangen Pylonen, komm dann rüber zu mir. Alter, bist du bescheuert? Was soll ich das denn machen? Doch sehr gut, dass mir immer noch die Controller-Tasten angezeigt werden, dann weiß ich nämlich gar nicht, was ich drücken muss. Ja, ich hab ihn. Achso, Stützen. Das zählt. Left-Shift. Ach so, der ach, Bagger rückwärts drauf. Ja, das macht auch Sinn. Ich habe noch nicht einen Let's Player gesehen, der das macht. Ich habe das auch noch nie gemacht. Naja, hab ansprechen. Na, das hat ja schon mal ganz gut geklappt fürs Erste. Na klar, was denkst du denn? Bin ja kein Anfänger mehr. Nee, ist klar. Jetzt mal langsam benden. Ich lade erstmal den Bagger ab und erkläre dir, wie man das Ding richtig steuert. Oh, ich hasse Bagger. Oh Gott, ich hasse Bagger. Steige was in den muss Bagger ich machen, ein. Um mit dem Ding losfahren zu können? Mit welchem Ding? Mit dem Pritschwagen? Mit dem Anhänger. W drücken. Ja, das ist mir klar, aber der sagt irgendwas von wegen Stützfüße müssen eingefahren werden. Achso, Shift und Q. Shift ja, habe ich gedrückt, habe ich jetzt schon dreimal gedrückt. Halten. So, gedrückt halten. Du musst den Q gedrückt halten, damit der hochfährt, bis der ganz oben ist. Was sind denn da Stützfüße? Ich sehe gar keine. Das ist dieses komische Rad am Anhänger. Wenn du Anhänger hast, kannst du ja immer ach dieses so, Rad rausdrehen. Pass ja, auf, okay, was wir hier haben, ist ein kleiner Raupenbagger. Im Gegensatz zu einem LKW steuerst du hier die beiden Ketten, und zwar unabhängig voneinander, jeweils nach vorne und nach hinten. Oh Gott, ja. Bewegst du eine Kette nach vorne und die andere nach hinten, dreht sich der Bagger. Ich hab grad verstanden, wickst du eine Kette nach vorne. Ja, auch. So mache ich das. Logisch, und wie benutze ich die Schaufel? Der Profi nennt das Löffel, natürlich. Klar. Weiß doch jeder.
Um den Kanal auszuheben, musst du zunächst vom Fahrmodus in den Betriebsmodus wechseln. Dann kannst du den Arm und den Löffel bewegen, sowie die Kabine drehen. Weißlich. Schalte den Betriebsmodus, um zu sehen, welcher Hebel was macht und den Hebel aus. Oh Gott. Ich will nicht. Moment, ich muss jetzt vorfahren. Ich auch. Baggern. Ganz ehrlich, wir müssen so schnell wie möglich so weit kommen, dass wir Leute einstellen können. Dann können die nämlich baggern. Baggern ist nämlich furchtbar. So, theoretisch weiß ich doch, wie es geht. So, so brauche ich das, so mache ich das, so mache ich das. Okay. Wie lange sollen denn eigentlich die Folgen so ungefähr dauern? Ich denke, 20 Minuten wäre in Ordnung. Okay. Ja, sieht schon fast gut aus bei mir. Oder auch nicht. Ach du lieber Himmel. Gott, was mache ich denn hier? Wo muss ich denn? Ach, hier ist die Baustelle, hier ist die Baustelle. Stopp. Beschreibung anzeigen. Baggere den markierten Bereich. Ich muss den kompletten Bereich ausbaggern. Ach du Scheiße. Ach, das kenne ich vom Handy. Das ist so kacke mit diesem Bagger. Oh Gott. Bereich ausbaggern. Das ist furchtbar. Ach so, ich wollte doch im, Ego. Muss da jetzt mit dem LKW auch noch genau zwischen diese scheiß orangenen Pylonen da diesen Anhänger platzieren. Mhm. Wird ja mal besser. Das wird dann wahrscheinlich jetzt eine Rangierarbeit wie bei Eurotrucks. Oh, der war gut. Der war gut. Oh, das ist eine volle Schaufel. Hohoho, benden kann es, benden kann es. Das ist irgendwie ein bisschen Glück mit den Schaufeln, habe ich so das Gefühl. Ja, glaube ich auch. Runter und... Weil wenn das selbst benden kann... Dann gute Arbeitsweise. So willst sein. Du noch weiter baggern? Nein, natürlich nicht, will ich nicht. Sehr hey, gut, du lernst... Ich diesen Drecksanhänger nicht so da rein rangiert. Komm mal her zu mir. So. Ich spiele einfach mal weiter vor, ich muss ja gleich eh noch den Raum eröffnen. Dann kannst du die Zeit ja aufholen. So, das hast du prima hinbekommen. Aber ich lese jetzt nicht alles vor, weil das wäre ein bisschen blöd. Nee, das mache ich ja. Als nächstes brauchen wir die Wasserrohre. Ich denke, eine Palette sollte reichen. Wo bekomme ich die? Nimm dir den LKW und fahr zum alten Heininger am Ortsausgang. Das ist unser hiesiger Baustoffhändler. Ey, ich bin der hiesige Baustoffhändler, wenn ja. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich markiere dir den Laden auf der Karte, sprich dort mit dem Verkäufer und besorge uns eine Palette Abwasserrohre und sag ihm einen schönen Gruß von Harpe. Bin schon unterwegs, am Ortsausgang zum Heininger und Abwasserrohre holen. Abkoppeln welche Taste? C. Ach so, koppel am besten den kleinen Anhänger ab, bevor du losfährst. Stützrad ausfahren, nicht vergessen. Füße müssen ausgefahren sein. Und so. Ich mache auch noch genau den Fehler, ne? In dem Moment, wo du sagst. Ja, so. Aber der fährt den nicht aus, wenn ich Shift und Q drücke. Nee, Shift und E dann. Ach so, Shift und E. Wieso sagt mir das denn keiner? Woher weißt du das? Weil es mir gesagt wird. Mir nicht. Hat Stützfüße müssen eingefahren sein? Nein, ich will doch... So, danke. So, und jetzt? So, Abwasserrohre nennt man übrigens auch KG-Rohre. Kanalgrundrohre. Einfache orangene PVC-Rohre. Da gibt es einen Grund für. Ja. Ja, heißt halt einfach Kanalgrundrohr, KG-Rohr. Ich kann so ein bisschen Fachwissen hier rauskloppen als Baustofffachhändler. Hast du den Joke nicht verstanden? Nee. Da gibt es einen bestimmten Grund. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte es überspielen, ich fand den so schlecht. Ach, nee. Wobei das eigentlich so ein Thema ist, dass da bin ich richtig schlecht drin. Tiefbau. Bin eigentlich gut in Witzen. Die so schlecht sind, dass sie wieder lustig sind. Oh ja. Da kann sich auch gut mit Charybto zusammentun. Der kann das auch gut. So, der Baustoffhändler im Dorf. Beim Baustoffhändler bekommst du einen Großteil der benötigten Baumaterialien. Zumeist sind diese auf praktischen Europaletten erhältlich und werden von den Mitarbeitern des Marktes nach deinem Einkauf in die Regale auf dem Hof gestellt. Wenn du einen Gabelstapler zum Verladen der Waren auf deinem Pritschenwagen benötigst, kannst du im Menü des Händlers einen anfordern. So, und ich kann euch sagen, ich bin hier schon mal Stapler gefahren und heute Morgen auch im Real Life. Im Real Life ist einfacher. So. Wir brauchen KG-Rohre. Bei Rohr und Kabel wahrscheinlich. Abwasserrohre. Einmal einkaufen. Zack. Wir sind ja sehr witzig. So.
Ja, hier wird mit keinem Wort erwähnt, wie ich diese zwei Ketten jetzt bewege. Achso, mit Q und E. Mit Q und E nach vorne und mit A und D nach hinten. Ah, okay. Achso, ich hab den. Und wieso weißt du das und ich nicht? Weil es mir angezeigt wird. Ich hab alles durchgelesen. Ja, mir nicht? Was soll denn das? Buggy! So, ich hab die Leihfahrzeuge, den Gabelstapler vergessen. Gabelstapler ausleihen, ja. Dieses Riesending soll ich jetzt ausheben, das ist ja super. Ja, aber du musst nur zweimal schaufeln, dann kannst du auf Nein drücken. So, das wird jetzt richtig schwierig. Wieso wird mir Ego-Perspektive die Palette aufladen. Fuck das ab. Ich kann's dir ja sagen. Ja, Betriebsmodus, dafür ist es, wie komm ja ich da rein? Together. Komm ich in den Betriebsmodus? So ging es hoch, ne? In den Betriebsmodus mit Tab. Okay, noch ein Stück höher. Boah, ich sehe gar nichts. Das ist total kacke. So, was wechsle ich da unten? Nicht drin? Man weiß es nicht. Nee, war ich nicht. Zu niedrig? Ich fürchte, das ist eine unmögliche Aufgabe. Und ich nehme es auch direkt zurück, weil ich habe es geschafft. Glaube ich, oder? Ladung gesichert. Ladekamera? Bin ich richtig drin? Wie bewege ich denn diese schöne Schaufel da vorne? Naja, fast. Ich krieg die Fahrerkabine und alles gedreht, aber ich krieg die Schaufel nicht. Ich glaube, mit W und S kriegst du den ersten Arm nach vorne und nach hinten und mit den Pfeiltasten oben unten den zweiten Arm und mit links und rechts die Schaufel. Oh, ist das kompliziert, ey. Ja. Gut, ich bin nicht richtig vernünftig drin, aber ist egal. So, am besten immer nah an der Bracke laden. Da kann nichts verrutschen. Das habe ich doch heute Morgen erst im Real Life gemacht. So schwer kann das doch jetzt nicht sein. Wieso kriege ich die scheiß Schaufel jetzt nicht mehr aus dem Boden raus? Hahaha, boah, bin ich gut. Ich bin der. Krieg die blöde Schaufel nicht mehr aus dem Boden raus. Das darf doch nicht wahr sein. Die hängt jetzt da drin und wenn ich... Ah, jetzt. nicht zum Lachen bringen, dann kommt mein Husten wieder. Und ich habe nur einen Tee. So, Ladung befestigen. Hallo? Ladung befestigen, nicht einsteigen. Ladung befestigen, habe ich. So, Palette festgezurrt, Bracke wieder nach oben. Ah, geil. Ich möchte nicht weiter barren. Ja. So. Die Schaufel befindet sich noch in der Erde. Leck mich doch. Da kommt niemand, da kommt niemand. Okay. Ich merke gerade, dass ich einfach instinktiv die rechte Maustaste gedrückt halte. Bei mir geht es auch nicht ohne, dass ich sie gedrückt halte, um die Kamera zu drehen. Ja. So, Megastau. Da konnten sich Leute nicht entscheiden, welcher zuerst links abbiegt. Wie komme ich jetzt da vorbei? das kenne ich aus Euro Truck Simulator. Ja. Ja. So. Was ist ich hier durch? Sache? Das ist gar nicht so einfach mit so einem großen LKW. Obwohl ich so schnell wie möglich den anderen großen LKW haben möchte. Mit Pritsche. Der hat nämlich noch einen Kran hinten dran, dann ist das Aufladen und Abladen viel einfacher. So, hier irgendwo ab und sichere die Ladung, dann komm mal zu mir. Okay. Dann fahre ich jetzt erstmal hier nur drauf. So. Ladung lösen. Achso, und ich sollte vielleicht die Bracke aufmachen. Wie kommt man in die Ego-Perspektive? Mit V. Cool. Übrigens, ist dir das aufgefallen? Was denn? Sobald man den Bagger weggefahren hat von dem Loch und so weiter und wieder mit dem Harpe gesprochen hat,
ist das Loch plötzlich komplett ausgebuddelt und ja, da ist schon die Leitung und so weiter drin. Das ist auch sehr gut. Oh, man kann gar nicht in die Ego-Perspektive gehen, wenn man nicht in einem Auto sitzt. Hm. Egal. So, hat ja super geklappt. Jetzt müssen wir nur noch abladen. Verlegen können wir die Dinger dann von Hand. Die ganze Palette ist aber ein bisschen zu schwer zum Runterheben, oder? Mein armer Rücken. Boah. Keine Angst, zu abladen benutzen wir den Bagger. Nein. War schon wieder super. Vorne an der Schaufel ist ein Haken, mit dem wir die Palette abladen. Setz dich mal in den Bagger und beweg den Löffel über die Palette. Dann kannst du die Palette anhaken. Auf geht's, versuch's mal. Na gut, ich versuch's mal mit dem Bagger, habe ich ja schon Erfahrung. Ja, nee, ist klar. Wo ist denn der Bagger? No serious, wo ist der Bagger? Was denn? Ach da, ja, Alter. Da, wo du ihn abgestellt hast wahrscheinlich. Nee, eben nicht. Ach so. Eben nicht. Ja, was muss ich jetzt hier machen bei dem komischen Baustoffhändler? Das wäre auch meine... Du musst den Typen vorne ansprechen. Ach so, und ich fahre hier gerade nach hinten. Ja, das ist dann noch zu früh. So. Hallöchen. In einer unfassbaren Geschwindigkeit fahre ich an diese Palette ran. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich kaufen soll. Abwasserrohre, die sind dann gelb markiert. Aber wenn du mich nicht hättest, ey. Ja, dann verloren. Und wie viel? Ein reicht. Okay. So, ich die jetzt da drüber. Oh, perfekt! I'm rocking this game! Oh, 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 shit! Oh, shit! Okay, anders. Sind aber schon ziemlich Abzocker hier, dass man sich dann noch hier einen Gabelstapler mieten muss. Nur um das Ding auf den LKW zu bekommen. Ja, aber ist ja kostenlos. So, noch ein bisschen näher ranfahren. Oh mein Gott, ich bin so... Das könnte das erste Game sein, in dem ich nicht sacke. Weil das Game schon genügend sackt. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wollen das meine Zuschauer gar nicht sehen dann. So, komm her zu mir, dann erkläre ich dir, wie es weitergeht. Wuhu! Lief doch prima. Die Rohre sind abgeladen und die Jungs können jetzt hier weitermachen. Während ich die Fahrzeuge zurück zum Firmengelände bringe, wäre es gut, wenn du in der Zwischenzeit den Schuttcontainer da drüben zum Kieswerk bringst. Entweder ich bin zu blöd, um so einen Gabelstapler zu steuern, oder... Aber dafür brauche ich den grünen Absitzkipper, oder? Ja, der steht bei uns auf dem Firmengelände. Wenn du keine Lust hast, rüberzulaufen, kannst du dir auch ein Taxi nehmen. Verwende dazu den Knopf mit dem LKW oben links und wähle dann das entsprechende Fahrzeug aus. Das bringt dich direkt hin. Okay, wird gemacht. Wenn du die Container abgeliefert hast, dann treffen wir uns auf dem Firmengelände. Also dann mal los. Bis gleich! So, natürlich habe ich keine Lust, zu laufen. Ah, nein! Die Palette kippt vom Gabelstapler. Scheiße. Das ist wie kriegst du ihn jetzt wieder aufgestellt? Das ist eine gute Frage. Auf der Seite. Ich glaube, wenn du nah rangehst, wird dir angezeigt, mit welcher Tastenkombination du den wieder aufstellen kannst. Du kannst die, glaube ich, irgendwie zurücksetzen. Einfach, ich habe den wieder umgeschubst. Ja, oder so. Vom Gabelstapler. Boah, und jetzt wird's richtig tricky. Boah, in der Ego-Perspektive einen Container auf. Warum wird jetzt... Okay, wird doch nicht tricky. Ausleger ausfahren. Okay. Der setzt mich automatisch so, wie ich ihn haben muss. Okay, was haben wir gelernt? Nicht so schnell fahren mit dem Ding. Ausleger wieder einfahren. Der Container ist ja leer. Warum muss ich den zum Kieswerk fahren? Quatsch. Und eigentlich hätte ich auch die Stützen ausfahren müssen, aber das wurde mir nicht angezeigt. Egal. Boah, Alter, wie komme ich denn jetzt hier durch? Mega Stau. Wieso zur Hölle zeigt der mir das nicht an, was ich machen muss? Ich verstehe das nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Wie öffne ich die Seitenwände? Mit Y. Vor allem, die haben auch für alles eine andere Taste. Oh. Unglaublich. So, einfach einmal drum rumgefahren. Vorfahrt achten. Da kann ja sowieso keiner kommen. Da ist der Megastau.
Jetzt ist es ein bisschen zu leise. Audio. Zu leise. So ist besser. Bei Baustellen-Sounds kannst du mich nicht leise genug sein. Ja. So, einmal zum Kieswerk. Und ich glaube, dann bin ich auch schon fast mit dem Tutorial durch. Bei mir dauert es noch etwas. Ich liefere jetzt gerade die Abwasserrohre ab. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss ja eh gleich noch das Online-Game eröffnen. Dauert das denn noch lange, ab dem Wasserrohre abliefern? Nö. Da musst du nur noch mit dem Bagger die runterheben, dann den Container zum Kieswerk bringen mit dem Containerfahrzeug und dann müsste es eigentlich durch sein. Ich habe dieses Tutorial ja auch schon mal gemacht. Das Blöde, nur nicht am PC, sondern auf dem Handy. Auf dem Handy, okay. Aber auf dem Handy stelle ich es mir auch richtig schwer vor. Nee, da war das eigentlich richtig geil. Da hatte man war alles, zum Beispiel beim Bagger für die linke Kette hatte man einen Regler, den man vor und zurückschieben konnte. Und okay. Bei der Bagger, das war auf jeden Fall richtig gut gelöst eigentlich. Aber hier am PC ist es ja schrecklich. Ja. Zumindest gewöhnungsbedürftig. So, den lasse ich mal lieber noch durch. Bevor ich den noch ramme. Und dann einmal rum. Kieswerk. Das Kieswerk ist ein zentraler Anlaufpunkt. Hier erhältst du sowohl Schüttgut als auch Frischbeton zum Füllen des Betonmischers. Darüber hinaus kannst du auch Erdaushub oder Bauschutt dort abgeben. Das Gelände des Kieswerks ist recht weitläufig. Die verschiedenen Bereiche zum Beladen sind weiß, die Abladeplätze gelb markiert. Oder du fragst den Mitarbeiter vor Ort. Alles klar. Mein armer Rücken. So. Hä? Oh shit. So, kleiner Cut, Entschuldigung, Aufnahme ist abgebrochen. Weiter geht's. Benten, wie ich den Vorsprung gekriegt habe, Skill. Immer dasselbe mit dir. Das ist, ja, das ist eigentlich eine allgemeine Antwort. Das ist nicht nur beim Game so, das ist im Leben überhaupt. Ich habe einfach Vorsprung durch Skill. Hm. Wie Audi oder wer war das? Zack. Vorsprung durch Technik. Ja, genau. Sehr gut, fahre den Ausleger wieder ein und dann komm zurück zum Firmengelände. Wenn du keine Lust hast, selbst zu fahren, verwende die Transportfunktion in der oberen linken Ecke. Damit kannst du deine Fahrzeuge liefern lassen. Probier's mal aus und lass jetzt den Absatzkipper zum Firmengelände liefern. Und das hier sollte das Kieswerk sein. Ich das Fahrzeug jetzt habe ich auf die Firmengelände Erklärung nicht lesen können. Oh, Entschuldigung. Hier nimm, nee, nicht wegen dir, sondern weil dann so eine Beschreibung über das Kieswerk kam. Ah, okay. Und deshalb war das dann weg. So. Muss das in dem gelb gestrichelten Bereich abladen, ne? Richtig. Das war nämlich das, was ich nicht mitbekommen habe. Sehr gut. Hallo Harpe, da bin ich wieder. Ganz schön anstrengend, so ein Tag auf dem Bau. Oh Mann, dabei hast du ja erst die ersten Maschinen kennengelernt. Aber ich denke, die Grundlagen hast du jetzt drauf. Das heißt, ab jetzt kannst du auch selbstständig Aufträge durchführen und anfangen, Geld zu verdienen, damit du das Unternehmen ausbauen kannst. Das bisschen, wir sind doch nur Fahrzeuge gefahren. Was findet denn daran anstrengend? Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Na, dann geht's ja jetzt richtig los. Ich freue mich drauf. Denk dran, wenn du einen aktiven Auftrag hast, dann werden die Aufgaben rechts aufgelistet. Wenn du die einzelnen Aufgaben anklickst, dann sage ich dir nochmal kurz, was zu tun ist. Oder du schaust ins Auftragsmenü und informierst dich dort. Von Zeit zu Zeit melde ich mich bei dir und weise dich auf Neuigkeiten oder interessante Entwicklungen hin. Ich habe noch was zu erledigen. Wir sehen uns später. Dimelo, hallo! Ich bin in der Aufnahme. Ja, ich will das Spiel auch haben. Cool. Dann mache ich mich mal an die Arbeit und schaue gleich im Menü nach den neuen Aufgaben. Pam! Ich habe 5.350 gekriegt. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Unerfahrener Auszubildender, neue Erfahrungsstufe. Haha. Jetzt ist er abgehauen. Was die Milo verjagt. Ja, ich mag's immer nicht. Ich habe dem Mario gesagt, ich bin in der Aufnahme. Ja. Ich frag mich, wieso er dann jedes Mal oder irgendjemand macht das immer. Irgendjemand crasht immer die Aufnahme. Das ist so. Okay. Ich werde das nie erleben, dass man mich mal auf diesem TS, auf dem TS von der TCC, irgendwann mal alleine in Ruhe
zocken lässt und aufnehmen lässt. So, Spielname ist Benton Fraps LP. Passwort ist das, was wir gesagt haben. Ja, 1, 2, 3, 4, ne? Genau, richtig. Maximale Spieleranzahl setze ich einfach mal auf 2, ne? Dann kann kein anderer draufkommen. Mal ganz nebenbei, sieht man das Passwort nicht eh, wenn ich es eingebe? Kann sein. Bei mir sieht man es nicht, da sind Sternchen. So, möchtest du dein Spiel wirklich für andere Spieler öffnen? Ja, möchte ich. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich klappt. Nee, ich möchte Multiplayer spielen und es nicht für andere Spieler öffnen. Ja, richtig, genau. Ich möchte gerne NPCs haben. So, laden. Laden, Osama Bin. Oh, wie erzählt Firmeninhaber, genau du hast ein Online-Spiel als Firmeninhaber ausgerichtet. Dafür kriege ich 10.000. Das ist ja nett. Heavy. Und ich? Ich bin dein Lehrling, oder du bist was? Jetzt mein Lehrling bald, wenn du reinkommst. Sehr gut. Wie weit bist du? Ja, also ich muss jetzt diesen komischen Dings wieder zurück zur Zentrale fahren da. Nee, musst du nicht. Du kannst oben auch auf diesen komischen Google-Orts-Symbol draufklicken und dann auf Firmengeländer teleportiert er dich direkt dahin. Ach so, ja, das hätte man wissen müssen. Ja, hat er dir, eigentlich hätte er dir sagen müssen. Bei mir hat er es gesagt. Der Ape. Okay. Ja, habe ich jetzt noch was zu tun? Kann ich schon Leute einstellen, Personal? Nein, bin ich die Stufe 3. Eigentlich hast du sonst nichts mehr zu tun. Du musst den nur noch abstellen und einmal mit Harpe sprechen. Ah ja. 100 XP, wow. Profi, Level 100. Woo! Neue Erfahrungsstufe, unerfahrener Auszubildender, Freischaltung, neuer Baubereich, Dorf. Genau. Genial. Gibt's auch hinter der Großstadt, also Köln oder so? Eine Stadt gibt es ja, aber leider nicht Köln. Köln, eine einzige Baustelle. Ach so, boah, das wird... Ja, U-Bahn-Bau. Ja. Die Map sieht ja ganz schön groß aus. Am besten finde ich das Ende von der Autobahn. Einfach so eine riesige Schleife, wie bei der U-Bahn oder so. Ja. Ja, das gut, wird später, glaube ich, noch erweitert. Okay. Oder? Nee, gar nicht. Ja, wie komme ich jetzt bei dir rein? Du müsstest jetzt, glaube ich, müsstest jetzt rausgehen aus deinem Spiel, auf dein Profil nochmal klicken und dann auf mehr Spieler klicken. Okay. Verlassen. Startbildschirm. Achso, ja, das hatte ich ja eben schon gefunden. Deshalb meinte ich ja, wir brauchen das Tutorial nicht. Achso, ja, aber der Menüpunkt ist nur, um ein Spiel zu betreten. Um eins zu eröffnen, musst du im Spiel sein. Ich sehe gerade, meine Maus ist mal wieder nicht richtig positioniert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich nix wissen, ich nur dran spielen können. Wie immer. So, wie heißt denn das schöne Spiel? Benton Fraps LP. Ja, auch zu schön, wenn es mir angezeigt würde. Ja, war ja klar. Bist du im Reiter EU? Ah, jetzt. Ah, Gott sei Dank. So, 1, 2, 3, 4. Ja, Spiel betreten. Dein Lehrling lädt. Viktor Siefen trifft dem Spiel bei. Warten auf beitretenden Spieler. Oh, wir sind jetzt übrigens schon ziemlich über der Zeit, ne? Ich nehme immer komplett auf. Achso, stimmt. Schneid das dann du raus. Magst du es einmal mir zuliebe anders machen? Ich kann es so machen, dass wir die erste Folge, das Tutorial einmal komplett eine lange Folge machen. Ja. Die erste. Okay. Dann kannst du jetzt beenden und dann erinnere ich dich alle 20 Minuten. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Da ist er. Ich sehe dich. Woohoo! Cool. Okay, die Begrüßung. Ich bin immer noch unerfahrener Ausbilder. Hier. Na? Du hast wirklich die Frau genommen. Ach, das ist eine Frau. Das ist eine Frau, ja.
Ja, sind wir jetzt hier ein Pärchen mit Familienbetrieb? Ja, irgendwie sowas. Okay. Gut, dann war es das jetzt aber wirklich für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Der Benton würde sich über einen Besuch auf seinem Kanal auch sehr freuen. Sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.